Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir schauen uns in diesem Video die Lösung für Übungsblatt 5 Aufgabe 2 an. Und ich habe hierfür schon zur Solution, die wir im letzten Video verwendet haben, ein neues Projekt hinzugefügt, wie wir hier sehen können. Also wir haben hier eben Aufgabe 1, die haben wir letztes Mal bearbeitet, und hier haben wir eben Aufgabe 2 jetzt. Die habe ich gerade hinzugefügt. Und wir schauen uns noch mal kurz ins Word-Document, was wir denn hier machen sollen. Wir sollen eben List of T nachbauen oder nachimplementieren. Und wir sollen eben eine eigene Klasse List of T erstellen. Und wir erstellen dazu eben eine eigene Klasse, die genauso wie Stack of T, das wir gerade gesprochen haben, intern ein Array kapselt. Und wir sollen eben folgende Methoden bereitstellen, die wir uns schon in der Vorlesung angeschaut haben. Eben add, clear, contains, insert, index of item, remove, add, reverse und sort. Und wir haben natürlich auch noch die Eigenschaften count und den Index-Operator hier und capacity, die wir eben intern noch, die wir auch extern, also für den Nutzer bereitstellen. Und wir sollen eben Count als lesbare Eigenschaft und Capacity habe ich hier eigentlich noch vergessen, wenn man es genau nimmt. Wir sollen ebenfalls überprüfen, dass sämtliche Klassenmitglieder korrekt funktionieren. Dazu können wir uns entweder in der Main-Methode, die wir für dieses Projekt haben, das unsere Liste instanziieren und dann die entsprechenden Anweisungen dagegen absetzen. Oder eben, wie hier beschrieben, Unit-Tests schreiben. Letzteres ist eben, wie hier steht, die professionellere Herangehensweise, um einzelne Klassen auf Korrektheit zu überprüfen. Und ich habe hier auch ein Tutorial angegeben, wo man sich ungefähr mal anschauen kann, wie man Unit-Tests aufbaut. Ich werde hier natürlich mit Unit-Testing arbeiten. Punkt A, weil es besser ist, als wenn der Testcode in der Main rumschwirrt, um es mal so salopp auszudrücken. Punkt B, damit Sie einfach mal sehen, direkt am Beispiel, wie man mit Unit-Tests arbeitet. Also das Erste, was ich mache, ich erstelle mir eine neue Klasse, die nenne ich eben List und parametriere die ebenfalls mit T. Und jetzt soll ich eben noch diesen Array, den wir auch intern kapseln sollen, hier mit hinzufügen. Also wir haben hier intern ebenfalls ein Array, so wie beim Stack. Und diesen Array, den instanziere ich mir hier irgendwie. Und ich mache es im Prinzip genauso wie wir das auch schon bei Stack gesehen haben. Ich werde in dieser Aufgabe jetzt Englisch programmieren, weil das eben zum Teil mit die schwerere Aufgabe ist und wenn es eben Richtung Produktionscode geht und nicht mehr bloß ein einfaches Beispiel ist, dann möchte ich es auch so machen, wie man es üblicherweise dann in der Wirtschaft auch machen muss oder in der tatsächlichen Arbeitswelt. Das heißt, ich stelle mir hier eben einen neuen Array mit dieser Kapazität . Vielleicht sollte ich hier auch ein Array angeben und wir können jetzt eben dann langsam anfangen, dass wir unsere ersten Tests für diese Klasse schreiben. Ich möchte noch kurz skizzieren, wie das Ganze eben funktioniert. Wenn wir Unit-Test betreiben oder Unit-Testing im Allgemeinen, dann sieht das so aus, dass wir eben eine Liste an Tests haben und diese Liste an Tests, die setzt sich eben aus sogenannten Testklassen zusammen, die eben wiederum sogenannte Testmethoden enthalten. Und man sollte es eben so strukturieren, standardmäßig sage ich jetzt auch gleich mal am Anfang, dass diese Tests vollkommen unabhängig voneinander sein sollen. Was heißt das im Speziellen?
Jeder Test führt quasi eine gewisse Funktionalität gegenüber dem sogenannten Test Target, also dem, oder oft wird auch Unit under Test oder Subject under Test dazu gesagt. In unserem Fall ist das jeweils immer ein Objekt dieser Klasse, die wir hier gerade schreiben, Liste eben. Und wir müssen darauf aufpassen, dass diese Testmethoden, wie gesagt, vollkommen unabhängig voneinander sind. Insbesondere hinsichtlich folgender Aspekte. Wenn mehrere Tests laufen, dann sollen sie unabhängig von ihrer Reihenfolge sein. Das heißt, wenn wir mehrere Testläufe machen, ist es vollkommen wurscht, ob Test 5 vor Test 3 ausgeführt wird oder andersrum. Also wenn wir Probleme bei der Reihenfolge oder Probleme bekommen, sobald sich die Reihenfolge unserer Tests ändert, dann ist das nicht so gut. Punkt 2 ist eben, wir müssen eben innerhalb unserer Testmethoden auch immer wieder darauf achten, dass wir am Ende eigentlich nicht irgendwie Speicher übrig lassen, der sozusagen andere Tests beeinflussen würde. Also unsere Tests sollen, wenn sie beendet sind, keine Seiteneffekte hinterlassen. Und das sind so die wichtigsten Dinge, auf die man achten muss, wenn man eben mehrere Tests schreibt. Also unabhängig von der Reihenfolge ausführbar, keine Seiteneffekte. Und deswegen werde ich jetzt auch bestimmte Designmuster eben gleich einsetzen. Aber da werde ich auch nebenbei immer wieder was dazu sagen, wenn wir das jetzt machen. Ja, wir fangen jetzt gleich an. Bevor wir eben hier jetzt Tests definieren, müssen wir erstmal ein sogenanntes Test-Project erstellen. Dazu gehe ich einfach rechts auf die Solution, mit Rechtsklick auf die Solution natürlich. Gehe dann auf Add New Project und suche dann unter dem Punkt Visual C Sharp, wie hier zu sehen ist, eben hier den Abschnitt Test. Und wenn ich das habe, dann schaue ich hier in die Mitte und sehe hier eben verschiedene Testprojekte, die schon zur Auswahl stehen. Und ich nehme hier das Unit Test Project, ne, weil wir eben Unit Tests schreiben. Woher kommt der Name Unit? Ja, weil wir eben eine Einheit unabhängig von anderen Komponenten hier testen. Und üblicherweise nennt man eben diese Testprojekte wie die Projekte, zu denen sie dazugehören, bloß man hängt eben noch einen Punkt Test dahinter. Das sehen wir jetzt hier unten auch nochmal. Also wir können hier sehen, dass ich hier in diesem Fall eben bloß Punkt Test hinter Übung 5 Punkt Aufgabe 2 gehangen habe. Und das ist so eine übliche Bezeichnungsart, wie man das auch im echten Leben macht. Ja, dann sehen wir hier jetzt schon, dass für ein Unit-Test-Projekt auch automatisch eine Testklasse mit einer Testmethode erstellt wird. Und im Prinzip ist dieses Unit-Testing auch total einfach. Ich benenne jetzt diese Klasse einfach mal um. Die heißt nicht mehr Unit-Test 1, sondern wir schreiben hier einfach List-Test oder List-Tests. Und hier als Bezeichner für diese Testmethoden schreibe ich dann einfach wirklich eigentlich relativ lange Sätze, die eben beschreiben, was diese Testmethode macht. Und es gibt eben zwei Vorgehensweisen, wobei die eine in den letzten Jahren sehr, sehr populär geworden ist. Ich kann auch ein bisschen was dazu zeichnen natürlich. Also die Möglichkeit 1, die wir haben, ist eben, dass wir erst testen. Ich mache es nochmal anders, einen Moment. Möglichkeit 1 ist eben erst testen, dann Code schreiben oder Produktionscode schreiben. Und das nennt man eben Test-Driven Development oder TDD abgekürzt.
Warum macht man das? Man möchte A, so immer die kleinstmögliche Steigerung zum nächsten Codefragment sozusagen in den Produktionscode reintesten. Was heißt, ja, reintesten ist schlecht ausgedrückt. Test-driven heißt ja, wir formulieren erst einen Test. Dieser Test schlägt fehl, weil eben unser Subject under Test oder unser Test Target diese Funktionalität noch nicht implementiert. Und dann wird eben diese Funktionalität nachgezogen. Der Test ist dann grün, also er funktioniert. Bei ihm kommt es nicht zu einem Fehler. Und dann geht es eben weiter mit dem nächsten Test, der wieder das nächste Stückchen Funktionalität in unseren Produktionscode hinein festsetzt, sozusagen. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Dann gibt es natürlich noch die andere Möglichkeit, erst Code schreiben, dann testen. Da zu diesem Prinzip oder zu diesem Vorgehen gibt es eben nicht wirklich ein Prinzip, das dahinter steckt. Das ist einfach bloß das Übliche, was man gemacht hat. Also man kann es eher noch mit Unit-Testing an sich umschreiben, dieses erst Code schreiben und diesen Code dann mit Unit-Tests versuchen abzudecken. Ich werde jetzt erstmal mit zweiterem anfangen, damit wir erstmal sehen, wie baue ich denn überhaupt Testmethoden auf was muss ich da achten. Und wie sorge ich eben dafür, dass diese nicht unabhängig voneinander sind? Und wenn wir dann ein bisschen fortgeschritten sind mit der Aufgabe, dann werden wir uns auch mal an TDD wagen. Und dann sieht man schon, eigentlich ist es kein großer Unterschied, könnte man jetzt intuitiv meinen. Aber gefühlt ist es dann doch nochmal was anderes, weil wir sozusagen erst festlegen, was soll die Klasse denn können? Und Dann schreiben wir eben genau so viel Logik, dass wir diesen einen Test, den wir neu hinzugefügt haben zu unserer Test-Suite, eben erfüllen. Okay, also wir schauen erstmal zurück zur Listenklasse. Und ich fange einfach mal ganz famos an mit der Add-Methode. Hier möchte ich sozusagen etwas Neues zum Ende der Collection hinzufügen. Und wir machen das eben. Wir können auch noch mal ganz kurz hier bloß gucken, wie wir das ungefähr machen. Also wir würden eben anfangen, dass wir hier an die Stelle 0 unser Item setzen. Und das nächste, was wir dann eben machen würden, ist beim zweiten Aufruf von App mit einem neuen Item kommt eben dieses Item an Stelle 1, dann an Stelle 2 und so weiter. Das ist im Prinzip genauso wie beim Stack. Wir müssen hier eben noch die Zellvariable Count eigentlich gleich mit reinnehmen. Die machen wir eben so. Und wir setzen eben an die Stelle von Count, am Anfang ist ja Count gleich 0, dieses Item ein und erhöhen dann diesen Zähler um 1. Und Count kann eben von außen gelesen werden, deswegen ein Public Getter. Wir können aber nur innerhalb unserer Klasse, innerhalb dieses Scopes eben den Setter aufrufen und deswegen ein Private Set. Also wir haben jetzt schon mal die Add-Methode und den Count. Wir müssen natürlich noch vorher überprüfen, sind wir denn schon am Limit mit unserem Array? Also im Prinzip ist der Count gleich Array.length. Wenn das eben der Fall ist, dann müssen wir unseren Array erhöhen. Das nenne ich jetzt eben change Array. Array meine ich. Und baue hier eben dazu eine Methode, in der ich eben sage, Array ist gleich new, Entschuldigung, das ist natürlich Blödsinn.
new array, new t of array length. Und wie gehabt, wie schon im vorherigen Video, laufen wir hier eben durch unseren alten Array durch und machen hier new Array an der Stelle i ist gleich Array an der Stelle i. Und wenn wir diese Elemente kopiert haben, sagen wir eben, dass der Array, den wir einsetzen, jetzt durch unseren neuen Array ersetzt wird und der alte wird dadurch für den Garbage Collector frei. Okay? Wir müssen hier diesen Aufruf natürlich noch weiterleiten. Das heißt, wir können sagen, standardmäßig haben wir eben hier 128 Elemente und wenn die nicht ausreichen, dann gehen wir eben höher. Aber in unseren Beispielen war es bis jetzt immer sehr, sehr selten, dass wir über 128 Items gekommen sind, Leute. Sind wir jetzt da fertig. So. Und wir möchten jetzt natürlich für dieses hier die Tests schreiben. Das heißt, ich mache hier mal eine neue vertikale Tabgroup. Das zeige ich vielleicht auch noch mal kurz, damit man das gesehen hat. Wenn Sie hier zwei Code-Dateien aufhaben, im Codefenster hier in Visual Studio, dann können Sie einfach auf einen Rechtsklick machen und Entschuldigung, das war jetzt das Falsche. Was wir dann machen, ist eben hier mal hinzoomen und Sie wählen dann einfach New Vertical Tab Group aus, wenn Sie es eben vertikal splitten wollen, oder New Horizontal Tab Group, wenn Sie es horizontal splitten wollen. Ist aber auch hier durch diese Icons angemerkt. Wir nehmen jetzt eben hier die Vertical Tab Group. Okay. Und dann schauen wir jetzt eben mal, was wir hier eben noch alles testen wollen. Also die erste Testmethode, die ich schreibe, sagt eben aus, dass wenn ich ein neues Item in den Array reinstecke mit add, dann soll sich diese Count-Variable erhöhen. Das heißt, so nenne ich dann auch meine Methode hier. Test target must increment count when item is added. Und hier sieht man dann im Gegensatz zu Englisch aus noch, auch nochmal, Entschuldigung, im Gegensatz zu Deutsch nochmal den Vorteil von Englisch. Englisch ist nämlich ganz grob genommen ungefähr ein Viertel kürzer als Deutsch und wir können hier diesen Bezeichner für die Methode wählen. Er ist zwar länger, als man das vielleicht gewohnt ist, aber er ist trotzdem noch nicht so lang. Diese Methode beschreibt aber eindeutig, was hier eben für diese Liste passieren muss. Nämlich, dass das Objekt, das wir testen, muss den Count erhöhen um 1, wenn ein Item erstellt wird. Und das ist auch sehr üblich, dass man eben diese relativ langen Bezeichner, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, wählt, damit man als Leser von diesen Unit-Tests weiß, was da eigentlich genau passiert. So, und damit wir das eben machen können, erstellen wir uns hier eine Liste. Wir nennen diese auch gleich Test-Target, die entsprechende Variable dazu. So, und jetzt müssen wir eben, damit wir, das muss ich auch noch zeigen, deswegen hole ich hier nochmal den Solution Explorer, damit wir jetzt hier in unseren Tests, nochmal hin, damit wir jetzt hier in unseren Tests eben diese List-Klasse einsetzen können, müssen wir natürlich auch hier eine Referenz zu eben diesem Projekt hier oben darstellen. Also ich zoome nochmal kurz raus. Wichtig ist eben, dass wir hier innerhalb der Referenzen, oder wenn wir es besser haben will, vielleicht eigentlich so, mache ich den wieder verkehrt rum. So möchte ich es eigentlich. Also wir müssen hier zu den Projektreferenzen von diesem Testprojekt eben eine Referenz machen zu
Übung 5, Aufgabe 2, damit wir die Klassen, die in diesem Projekt hier oben liegen, eben hier unten im Testprojekt einsetzen können. Und das wollen wir ja gerade machen. Ne? Wir wollen ja die Liste testen. Das sollte ich vielleicht auch nochmal erwähnen. Es ist üblich, dass man eben Testcode in eigene Projekte auslagert, damit der Testcode nicht im Produktionscode enthalten ist, wenn dieser ausgeliefert wird. Das ist die Überlegung, die man üblicherweise macht. Und genau deswegen habe ich hier eben auch ein explizites Unit-Test-Projekt gemacht. Man könnte rein theoretisch natürlich auch die Unit-Tests hier mit zu den eigentlichen Übung 5 Aufgabe 2 Projekt mit reinnehmen. Macht man aber eigentlich nicht. Deswegen würde ich Ihnen raten, dass Sie sich das auch gleich angewöhnen. Okay, damit wir das machen, machen wir einen Rechtsklick auf References, Add Reference und gehen hier links eben auf den Punkt Solutions, der hier, und sagen dann eben, dass wir hier Aufgabe 2 referenzieren wollen. So, und dann erstellen wir uns hier beispielsweise eine List of Int. Mal bloß gucken, ob wir das Richtige... Okay, nehme ich den Solution Explorer wieder weg, damit wir etwas mehr Platz haben. Und eine Testmethode an sich ist nach diesen folgenden Muster aufgebaut. Fast immer eigentlich. Und zwar ist es das Erste, was wir machen, ist eben, dass wir ein Setup machen. Das ist die sogenannte Arrange-Phase. Hier erstellen wir alle Objekte und verknüpfen diese miteinander, die wir für den Test brauchen. In unserem Fall brauchen wir jetzt erstmal bloß eine Liste. Wenn wir eben dann diese Phase abgeschlossen haben, dann kommt die sogenannte Act-Phase. Das heißt, hier testen wir oder führen wir genau das aus, was eben zu einem bestimmten Verhalten beim Testobjekt führen soll. Also wir würden hier zum Beispiel sagen Test-Target add 42. Und wenn wir das wiederum geschafft haben, dann kommt die sogenannte Assert-Phase. Hier benutzen wir jetzt die statische Klasse Assert, um eben bestimmte Dinge festzustellen. Wir würden hier jetzt zum Beispiel sagen, dass wir die 1 erwarten, wenn wir eben testTarget.count aufrufen. Das heißt, wir erstellen eine neue Liste, wir fügen eine Zahl in unserem Fall hier eben hinzu und erwarten dann, dass Count eben 1 ist. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie können wir jetzt diesen Test hier ausführen? Geht relativ einfach. Wir können einfach einen Rechtsklick machen und finden dann eben hier Run Tests. Und ich hoffe, dass es das Richtige ist, weil es gibt sowohl eine Möglichkeit, dass wir eben über, oder ich habe die Möglichkeit, dass ich über Resharper diese Unit-Tests laufen lasse oder eben über Visual Studio selbst. Also beide Sachen, Visual Studio und Resharper, bringen jeweils eine Unit-Test-Runtime mit. Okay, aber ich habe jetzt hier Gott sei Dank das Richtige ausgewählt. Und wir sehen dann hier schon, aha, der ist grün, der hat anscheinend funktioniert. Und es gibt auch einen sogenannten Test Explorer. Den finden Sie, wenn Sie unter Test, Windows, Test Explorer hier hinschauen. Ich mache das mal groß. Ich sollte nochmal von oben besser reinschauen. Wenn wir hier jetzt eben gucken, dann sehen wir hier eben Test, Windows, Test Explorer. Da können Sie eben auch dieses Fenster öffnen. Und hier finden Sie auch alle Tests, die eben in Ihrer Solution aktuell zu finden sind. Und hier können Sie eben einfach sagen Run All. Dann wird das Projekt auch automatisch gebildet oder sämtliche Projekte, je nachdem wie Ihre Solution strukturiert ist. Und dann, nachdem das Projekt gebildet wurde, werden eben alle Unit-Tests automatisch ausgeführt. Also wie ich es eben standardmäßig habe, ist eben, dass ich hier das Testfenster offen habe und dann in einem zusätzlichen Tab, der eben nicht hier wie in diesem Beispiel vertikal gesplittet ist,
eben die entsprechende Klasse, die ich gerade schreibe, und dann sage ich ja einfach, wenn ich einen neuen Test habe, run all, und ich sehe dann, ob das Ganze funktioniert. Ja, und wenn ich das habe, kann ich natürlich eine neue Testmethode schreiben. Eine Testmethode sollte ich eben immer genau nach diesem Schema bauen, dass sie eben public ist, dass sie nichts zurückgibt, einen Bezeichner hat und keine Parameter entgegennimmt. Sie ist auch nicht statisch, wohlgemerkt. Und das nächste, was wir eben sagen, ist TestTarget must contain item when item is added. Auch hier erstelle ich mir dann eben ein TestTarget, beispielsweise mal eine List of String, und füge dann eben in der Act-Phase Hello hinzu und dann sage ich eben dass wie sage ich das denn? Ist true am besten? Also diese ist Assert-Klasse hat eben verschiedene Methoden, die sie bereitstellt, die hier eben genutzt werden können, um bestimmte Annahmen zu machen. Also to assert heißt auf Deutsch eine Annahme machen. Und hier könnte ich eben sagen, dass testTarget.sequence equal. Und das soll eben gleich sein mit einem Array, in dem ausschließlich Hello drin steht. So, dieses Sequence Echo, das gibt es eben im Namespace System Link, also das ist eine Link-Methode. Das Problem, was wir jetzt noch haben, ist, dass unsere Klasse List of T noch nicht IEnumerable of T implementiert. Das heißt, wir können natürlich darauf auf nicht eine Link-Methode anwenden, weil eigentlich fast alle Link-Methoden auf IEnumerable of T als ersten Parameter implementiert sind. Das heißt, was ich hier eben mache, ist, ich mache hier ein IEnumerable of T. Muss ich eben dieses Interface hier implementieren. Und wir sehen auch dann, hier auf der rechten Seite hat sich dann dieses Problem aufgehoben. Und hier kann ich eben einen Numerator zurückgeben. Dann brauchen wir nicht diese Langform. Hier gebe ich einfach getEnumerator von der normalen Funktion zurück. Und hier muss ich mir eben ein ArrayEnumerator zurückgeben, wo ich eben hier die, den Array mit reingebe, den ich gerade nutze, und die Anzahl an Elemente, die der ArrayEnumerator zurückgeben soll. Diese Klasse haben wir schon mal in einem anderen Video geschrieben. Ich erstelle sie hier jetzt bloß nochmal kurz, damit wir sie auch haben. Wir kriegen hier eben ein ArrayEnumerator of T. Wir kommen hier natürlich ein Array rein. Den überprüfen wir auf Null und weisen ihm einen entsprechenden Feld zu. Und genau das gleiche machen wir hier eben mit Count. Und wir müssen hier natürlich IEnumerator of T mit implementieren. Die Dispose-Methode bleibt bei uns wie üblich leer. Bei MoveNext wir brauchen eben hier noch einen Integer currentPosition.
mit dem wir starten und den setzen wir standardmäßig auf minus 1. Bei Move Next erhöhen wir eben die Current Position um 1 und setzen dann eben Current auf Array an dieser entsprechenden Position. Wenn wir einen Reset machen, müssen wir eben Current Position wieder auf minus 1 setzen und mit Current geben wir das eben hier zurück. Was wir natürlich noch machen müssen, ist, dass wir vorher überprüfen, wenn diese Current Position plus 1, also das, was wir erhöhen würden, eben genauso groß ist wie dieser Count, den wir hier mitbekommen haben, dann setzen wir eben Current auf Default von T und machen hier einen Return False. Hier unten müssen wir natürlich noch einen Return True machen. Also so, wie wir es bei Collections eben besprochen haben, bei den Enumerators. Und wenn wir einen Reset machen, müssen wir natürlich auch hier noch Current auf Default von T setzen. So, damit haben wir unseren Array Enumerator. Und was ich hier eben noch verstehen, warum hier ein Problem ist. Ach so, okay, wir müssen hier natürlich noch das T hinzufügen. Das habe ich gerade vergessen. Genau, das heißt, wir können jetzt auch mit unserem Array Enumerator unsere Liste durchlaufen und wir müssen eben schauen, dass wir hier bei Sequence Echo genau dieses Hello, was wir eben vorher reingesteckt haben, hier mit eingefügt haben. So. Okay, damit das natürlich noch zur Testmethode wird, müssen wir das TestMethodAttribute, Entschuldigung, das wollte ich nicht, das TestMethodAttribute hier drüber setzen und dann, wenn wir eben jetzt auf Run All im Test Explorer klicken, dann wird eben der Source Code gebildet und alle Unit-Tests hier ausgeführt und wir sehen, ja, das ging ja ziemlich zackig und wir sehen auch, dass eben jetzt in unserem Test-Target tatsächlich Hello drinsteht und wir das über den Enumerator durchmachen können. Also wir Sequence Equal vergleicht eigentlich bloß, ob zwei Collections die gleichen Elemente enthalten jeweils. Eigentlich können wir das auch kürzer schreiben, sagt hier Resharper. Und genauso kann man es auch machen. Also hier habe ich sozusagen die Arrange- und Act-Phase zusammengefasst, weil ich, wenn dieser Code kompiliert wird, wird tatsächlich Add aufgerufen. Okay. Dann kommen wir zum nächsten, was wir implementieren wollen aus unserer Liste hier. Beispielsweise Clear. Das heißt, wir fügen eine neue Methode clear hier hinzu, die public ist. Und was wir eben hier machen müssen, ist, dass wir count auf 0 setzen und dass wir alle Elemente, die in unserem Array sind, eben auf default of t setzen. Das heißt, wir laufen mit einer Vorschleife durch unseren Array durch. Und sagen eben Array an der Stelle i bitte sei default auf t. Und dann kann ich mir dazu natürlich wieder eine Testmethode schreiben. Ich habe mir dazu schon ein Code-Snippet definiert, deswegen setze ich das hier jetzt mal ein. Ich sage einfach TestTarget must have count 0 when cleared. Stellen wir wieder ein Test-Target, also eine neue List
of, nehmen wir doch wieder String und füge eben zu dieser String-List jetzt Hello und World hinzu und sage dann eben TestTarget.clear und nehme dann eben an, dass der Count hier eben 0 ist, kann dann wieder meinen Unit-Test ausführen und sehe, okay, der funktioniert. Dann schreibe ich eine neue Testmethode und sage eben TestTarget must have no items when cleared. Im Prinzip mache ich hier was sehr ähnliches. Das wollte ich nicht. Ich sage auch hier TestTarget.clear und nehme dann eben an, dass TestTarget.sequence echo wiederum mit einem leeren Array of String gleichzusetzen ist. Also ich hoffe, man kann es einigermaßen lesen in diesem Split. Auch diese Testmethode kann ich dann eben ausführen und wir sehen, auch sie funktioniert. Sie können jetzt berechtigterweise fragen, kann man das nicht in eins zusammenfassen? Rein theoretisch ja. Im Prinzip sagt auch dieses dieser Test hier aus, dass ja unser Test-Target eben null sein muss. Also zwei Dinge könnte man sich vorstellen. Warum nimmt man nicht einfach diese Zeile hier und setzt sie mit hier oben rein? Wir machen ja hier offensichtlich das Gleiche. Der Punkt ist, wir haben jetzt, wenn dieser Test irgendwann fehlschlägt, wir haben jetzt zwar erst 4 Tests, üblicherweise hat man aber mehrere hundert bis mehrere tausend zu einer Solution. Und der Punkt ist eben, dass man hier keine gute Bug Detection oder Fault Detection hat. Das heißt, wir können am Test selber nicht mehr festlesen, wo hat denn eigentlich hier dieser Assert fehlgeschlagen? By the way, das sollte ich vielleicht auch erklären, wenn beispielsweise jetzt hier dieser Assert equal fehlschlägt, weil bei Count nicht 0 drin steht, so wie hier erwartet, dann fliegt übrigens eine Exception. Das heißt, eine Testmethode gilt als bestanden, wenn sie durchläuft und in ihr keine Exception fliegt. Die Assert-Klasse hat mit ihren verschiedenen Methoden, die wir hier eben einsetzen, beispielsweise rEqual und isTrue, eben immer die Logik überprüfe, dass, wenn das nicht stimmt, was hier als Parameter angegeben wird, dann schmeiß eine Exception. Und wenn wir dann eben eine Exception geschmissen haben, dann würde dieser Test nicht mehr als grün gekennzeichnet. Also ich rate Ihnen davon ab, dass Sie das hier machen, denn Sie haben dann keine gute Fehler-Detection mehr. Insbesondere hier müssen wir quasi uns was überlegen, damit wir diese Wiederholungen sozusagen ausblenden können. Aber da zeige ich Ihnen später, vielleicht, ich weiß noch nicht, ob ich es in diesem Video mache, aber bestimmt zu einem anderen Zeitpunkt auch nochmal einige Möglichkeiten, wie man das anstellen kann. Okay, und wir haben jetzt hier eben den Punkt gehabt, dass wir clear implementiert haben und dann schauen wir mal weiter, was wir als nächstes machen können. Hier diese Contains-Methode, das ist eben überprüft, ob ein bestimmtes Mitglied mindestens einmal in einer Collection vorkommt. Das heißt, wir fangen jetzt einfach mal direkt hier an, dass wir eine public void contains Methode machen. In diesem Fall müssen wir natürlich hier ein Item bekommen.
Und wie könnte man das machen? Man versucht eben durch diesen Array durchzulaufen. Und ich laufe jetzt explizit mal bloß bis Count, weil wir das weiter brauchen wir sozusagen nicht zu laufen. Das müsste ich eigentlich hier unten auch nur machen. Bei diesem Clear müsste ich eigentlich bloß bis Count laufen, weil nur die bis Count gezählten Elemente sind ja tatsächlich mit einem bestimmten Wert belegt. Das heißt, ich spare mir hier eigentlich noch ein bisschen Rechenzeit, anstatt durch den kompletten Array durchzulaufen. Haben wir sonst noch mal so ein Problem? Ne, bei Exchange Array nicht. Und auch hier passt das. Okay. Anyway, wenn man quasi Funktionalität in einer Methode geändert hat, dann ist es ja, wenn man keine Tests hat, immer so ein Problem. Puh, habe ich jetzt irgendwo einen Fehler mit eingebaut? Wenn Sie aber Tests haben, so wie wir das jetzt in unserem Fall machen, dann kann man einfach die Tests schnell ausführen und sieht, okay, alles ist noch grün, passt, ich habe keinen Fehler mit eingebaut. Dann geht es natürlich weiter. Wir möchten jetzt hier eben die Contains-Methode erstellen. Das heißt, wir laufen jetzt durch diesen Array durch und überprüfen, ob eben dieses Item, das erste, was wir machen, ist, wir überprüfen, if Item gleich 0. Das kann ja durchaus sein. Dann müsste ich eben eigentlich schauen, ob ich hier auch irgendwo null innerhalb von meinem Array habe. Ich überlege bloß gerade, wie ich es am geschicktesten mache. Also ich kann ja nicht einfach item.equals array an der Stelle i machen. Es könnte ja sein, dass item null ist. Das heißt, ich überprüfe hier tatsächlich mal, ist item null, dann durchlaufe ich diesen Array und überprüfe, ob die i-Stelle ebenfalls null ist. Ansonsten gebe ich eben false zurück. Ich muss hier natürlich auch eine Boolean zurückgeben. So. Wenn es aber nicht null ist, kann ich ohne Probleme equals aufrufen für dieses Element. Und wenn ich eben eins gefunden habe, das passt, gebe ich true zurück. Ansonsten gebe ich hier false zurück. Und damit ich noch schneller werde, überprüfe ich eben, ob item.getHashCode, dazu muss ich aber erst mir das Item holen, currentItem ist eben Array an der Stelle i, falls Current Item, ich mache hier nochmal etwas mehr Platz, damit wir etwas besser hinsehen. Falls Current Item ungleich null ist und Current Item.getHashCode gleich Item, das werde ich anders schreiben. Current
current item get hash code. Ungleich item.getHashCode, dann mache ich ein continue. Dann brauchen wir hier und das natürlich auch nicht nochmal. Also, was mache ich hier nochmal? Ich überprüfe erstmal, ist das, was hier übergeben wurde, gleich 0. Wenn das der Fall ist, dann laufe ich eben hier durch diese Vorschleife 0 und durch und gucke, ob in meinem Part auch ebenfalls ein Array drin ist, ein Element drin ist in diesem Array, das ebenfalls 0 ist. Wenn ich das finde, gebe ich true zurück, ansonsten gebe ich false zurück. Damit ist dieser if-Block abgehandelt. Wenn das hier eben nicht der Fall ist, dann laufe ich durch diese untere Vorschleife durch, hole mir jeweils das aktuelle Item. Wenn das nicht null ist, dann kann ich eben hier getHashCode auf diesem Item aufrufen und überprüfen, ob dieser Hashcode mit dem übergebenen Item übereinstimmt. Wenn das nicht der Fall ist, mache ich sofort weiter, weil wir wissen ja, wenn zwei Items verschiedene Hashcodes haben, sind sie nicht identisch. Bloß wenn sie identische Hashcodes haben, kann es sein, dass sie trotzdem nicht gleich sind. Deswegen muss ich danach nochmal equals aufrufen. Ich kann natürlich nicht getHashCode einsetzen, wenn ich hier als Element null habe. Auch dann muss ich aber auf jeden Fall überprüfen, könnten die beiden gleich sein, weil kann ja sein, dass bei bestimmter Logik eben hier dieses Equals genutzt wird. So, und wenn ich dann irgendwann eben rausfinde, okay, die sind gleich, gebe ich true zurück, ansonsten auch wie hier false. Okay, dann schreibe ich dazu natürlich auch wieder Tests. Ich nehme mal an, zwei Stück werden es werden. Das heißt, test target must return true on contains when item is actually in the list. Also man sieht, diese Beschreibungen könnten sehr lang sein. Vielleicht kann man das hier jetzt noch verbessern, aber es macht nichts. Machen wir mal weiter. Ich erstelle hier mir wiederum eine Liste von beispielsweise wieder Int-Werten und gebe hier jetzt eben beispielsweise rein die 42 und die 90. Können wir auch auf einer Zeile machen, braucht man nicht zwei. Und dann rufe ich eben contains auf, testTarget.contains, nehmen wir mal eben an, dass wir die 90 haben wollen, und ich sage dann eben assert is true, dieses result. Kann man diesen Test ausführen und gucken, ob er funktioniert. Das tut er. Dann schreiben wir uns eine neue Testmethode. Test target must return false on contains when item is not part of the list. Also var test target ist gleich wieder new list of, können wir beispielsweise String nehmen und geben hier eben, Entschuldigung, das wollte ich nicht, hello, world wieder mit rein und sagen dann eben result
ist gleich testTarget.contains foo und machen dann eben wieder den assert. Diesmal aber mit isFalse, dass wir eben hier false von dieser contains-Methode zurückbekommen. Führen das aus und sehen auch hier, dass unsere Testmethode erfüllt wird von der Implementierung. Ja, das ist jetzt ein einfacher Weg, dass wir das hier testen. Wir machen aber teilweise noch Fehler, und zwar mit dem Punkt, dass wir eben sagen, testen unsere Methoden, die wir hier einsetzen, eigentlich das Richtige? Das haben wir nie überprüft, wir haben sie einfach geschrieben und sehen dann, aha, die werden grün. Also das Einzige, was wir jetzt annehmen können, ist, dass sich diese Klasse bis jetzt so verhält, wie wir es hier in unseren Tests spezifiziert haben. Aber wir haben noch nicht die Möglichkeit zu sagen, ja, stimmt das überhaupt, was wir hier machen? Wir können natürlich sagen, okay, dieser Code hier ist sehr einfach. Wir haben keine if-else-Logik drin, dass wir irgendwie verzweigen, sondern wir führen einfach bloß Statements hintereinander aus. Diese sind recht kurz, man kann sie leicht lesen. Wir können also sagen, okay, ich vertraue jetzt dem, was hier drin steht. Und deswegen funktioniert meine Listenklasse. Kann man so sehen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass man einfach mal sagt, okay, wenn ich hier jetzt Hello übergebe, dann muss ja hier True zurückkommen. Das heißt, dieser Test muss jetzt fehlschlagen. Und wenn ich ihn dann laufen lasse, dann sehe ich, ah, okay, er schlägt auch fehl. Das passt. Und deswegen, wenn ich hier wieder Foo einsetze und dann bin ich wieder mir ein bisschen sicherer, okay, dieser Test hat wohl wirklich das getestet, was ich hier mache. Das ist relativ wichtig, wenn man wirklich TDD betreibt, ist es auch so, dass wir sozusagen einen Test erstmal fehlschlagen lassen müssen. Dann müssen wir so viel Funktionalität auf dieser Seite eben implementieren, damit wir diesen Test grün machen. Und dann können wir eben sagen, okay, wir wissen jetzt, der Test funktioniert, jetzt können wir uns eben ans Refactoring machen, unsere Klasse besser aufbauen und dann eben durch behendes Run All, also immer wieder alle Tests ausführen, sicher gehen, dass wir durch unser Refactoring keine Fehler eingebaut haben. Okay, jetzt ist auch die Frage, reicht es wirklich, dass wir hier das testen? Also hier bloß mit so ein paar Popel-Ins, 42 und 90, hier mit Strings. Das sind jetzt nicht wirklich große Testfälle, wo wir beispielsweise 500 Teile in einer Collection drin haben und dann versuchen herauszufinden, ob es eins in diesen 500 Elementen gibt oder nicht. Das ist richtig. Testen, also Sie können jetzt natürlich sagen, okay, ich baue mir Testmethoden zusammen, wo ich dann eben sage, okay, jetzt teste ich erstmal mit 10 Elementen, dann mit 500 und dann mit 15.000 beispielsweise. Bringt aber nicht viel, weil der Testcode schaut jeweils immer gleich aus. Also was wichtig ist, testen Sie das Verhalten Ihrer Klasse, versuchen Sie nicht in jeden möglichen Zustand, den Ihr Objekt annehmen kann, irgendwie abzubilden und dann eben daraus in irgendwelche Fehlzustände zu kommen. Das Problem ist hier eben, dass wir gewisse Testklassen haben sozusagen und eine Testklasse beschränkt sich immer auf einen bestimmten Fall. Und ob der Fall jetzt eben ist, wir haben drei Elemente, fügen eins hinzu und gucken dann, ob Count passt oder eben andersrum, das ist kein Problem. Also ob Sie das mit 500 Elementen haben wir schon und wir fügen eins hinzu oder mit drei Elementen haben und wir fügen eins hinzu, das ist nichts Besonderes. Dann gehen wir eben weiter. Wir haben Count, das haben wir mehr oder weniger schon. Jetzt kommen wir eben an die interessanten Sachen. Insert lasse ich mir jetzt noch mal kurz außen vor und mache stattdessen eben Index of, weil das noch relativ einfach ist. Das heißt, ich mache hier eine Methode public int Index of
und gebe hier eben wiederum ein Item rein. Und auch hier muss ich eben wiederum unterscheiden, ist dieses Item gleich null? Wenn das der Fall ist, dann muss ich eben gucken, dass ich in einer for-each-Schleife hier durch mein Array durchlaufe. Hol mir eben dieses Element und überprüfe, if Array an der Stelle i gleich ebenfalls null ist, dann mache ich hier eben ein Return i. Ansonsten, wenn man das Element nicht findet, gibt man eben minus 1 zurück. Und wenn das eben nicht der Fall ist, dann kann ich eben wiederum ganz normal durch meine Collection laufen und sage hier jetzt eben if item, oder hier müssen wir eigentlich wieder mit getHashCode arbeiten, also wieder current item ist gleich Array an der Stelle i, muss ich eben überprüfen, ist current item ungleich 0. Wenn das der Fall ist, dann überprüfe ich noch, ob current item.getHashCode gleich ist mit item.getHashCode. Wenn das aber nicht der Fall ist, dann mache ich wiederum ein continue. Wenn das aber der Fall ist, dann nicht. Und ich gehe hier jetzt eben in item equals current item und dann mache ich hier eben ein return i. Und wenn diese Vorschleife abläuft, ohne dass wir was finden könnten, dann machen wir eben wiederum ein return minus 1. Okay, dann haben wir diese Index-Auf-Methode und schauen mal, ob die auch funktioniert. Test target must return correct index for existing item. Also wir bauen uns hier wieder unser Test target auf. Beispielsweise hier wieder eine List of Integer-Werte und wir stecken da eben 42, 90 und 38 rein und wir erwarten jetzt eben, dass der actual Index eben gleich 1 ist, wenn wir, der actual Index ist eben testTarget.index of für die 90 und dann geben wir eben an, dass wir hier gerne die 1 hätten und wir schauen uns eben diesen actual Index an, führen wieder diese Testmethode aus und sehen, wie funktioniert. Dann schreibe ich meine nächste Testmethode, das eben test target must return minus 1 when on index of if item does not exist. Und dann fangen wir eben hier an mit test target ist gleich new list of string beispielsweise. Und wir machen hier eben hello World wieder rein. So. Auch hier machen wir wieder ein actual index ist gleich test target
Index auf, nehmen wir mal an, foo. Und wir machen hier ein assert r equal minus 1 und der actual index. Also es ist bei diesen assert r equal Methoden und weiteren eben immer üblich, dass man den erwarteten Wert zuerst hinschreibt und dann den eigentlichen Wert, den man vom Testtarget zurückbekommen hat. Wenn wir hier auch wieder diese Methode ausführen, sind wir eben ebenfalls wieder korrekt. Und damit sind wir eben im richtigen Bereich. Wir könnten jetzt noch explizit testen, was passiert denn, wenn wir mal tatsächlich null hinzufügen. Das wäre jetzt auch nochmal interessant, dass wir auch da das Richtige mit hinbekommen und nicht in einen Exception-Fall reinlaufen. Test target must return correct index for existing null value. Das heißt, wir bauen uns natürlich eine Liste auf String auf in diesem Fall und wir setzen da eben hello, null und world rein. Oder wir können auch beispielsweise mal null ans Ende setzen, damit wir ein bisschen was anderes haben. So. Das heißt, in unserer Liste sind jetzt eben drei Elemente und das dritte ist null. Und wir schauen jetzt eben den actual index an, wenn wir eben testTarget.index of null aufrufen, dann erwarten wir eben, dass das der Index 2 ist. Das heißt, machen hier ein assert r equal mit 2 und actual index. Und schauen wir mal, ob das funktioniert. So ganz sicher bin ich mir ehrlich gesagt nicht, aber es funktioniert. Okay. Gut, dann haben wir die IndexOf-Methode. Haben wir noch was relativ Einfaches? Wir haben hier, also wir müssen eigentlich noch IndexOf besser machen. Jetzt fange ich langsam mal an, dass ich in TDD übergehe. Und wir schauen uns das mal an, wie das eben aussieht. Wir machen hier eben ein Test Target must throw exception when die IndexOf-Methode ist natürlich Blödsinn. Das war jetzt wieder Entschuldigung, das war jetzt von mir nicht richtig nachgedacht. Haben wir hier noch Fälle, wo wir eine Exception werfen müssen? In diesem Fall eben nicht. Also das war jetzt ein Fehler von mir, dass wir machen erst den Item, ich war schon gedanklich wieder einen Schritt weiter, dass wir eben diesen Index-Operator machen und dann schauen wir uns mal an, wie der aussieht. Also damit wir diesen Index-Operator bekommen, können wir jetzt auch langsam eigentlich schon mal fast ein List of T implementieren, weil die Methoden dazu brauchen wir ja noch alle. Das war ja auch die Zusatzaufgabe, die wir hier unten machen sollen, dass wir eben iList of t implementieren sollen. Das heißt, statt enumerable nehme ich eben hier iList of t und implementiere gleich nochmal die Members, die dazugehören. Hier haben wir eben auch noch insert, remove, add. Dieser Indexer, den ich jetzt als nächstes machen wollte, ist read-only und dieses copyTo. Das kriegen wir jetzt noch sozusagen hier mit als Members mit in unsere Klasse. Zu unseren bestehenden Methoden, die wir schon haben. Genau, und hier haben wir jetzt eben diesen Indexer, den wir hier haben. Und hier müssen wir eben Set und Get Methode schreiben. Das möchte ich dann als nächstes machen. Und dieses isReadOnly haben wir eben hier. Hier returnen wir einfach immer false, weil wir eben nicht read-only sind. Okay, machen wir weiter. Wir haben hier eben diesen Indexer.
den schreiben wir hier eben mit this. Hier kriegen wir eben einen Index rein. Das ist eben diese eckige Klammerschreibweise, sodass wir auf Elemente zugreifen können. Und wir machen auch hier wiederum eine Testmethode dann dazu. Also wir müssen sozusagen testTarget must return item if index is correct. Das heißt, auch hier erstellen wir uns wieder ein testTarget, beispielsweise wieder eine Liste von ints, die wir wieder die üblichen Werte reinstecken. Dann benutzen wir jetzt eben mal diese Indexer-Schreibweise. TestTarget mit Klammer auf eben. Wir möchten eben das Item an Stelle 2 beispielsweise haben. Und wir nehmen dann jetzt eben an, dass das hier die 39 ist. Und wir sehen jetzt auch, ich bin jetzt eben im Test-Driven-Fall, dass ich eben den Test geschrieben habe, bevor ich die Implementierung zu diesem Getter hier gemacht habe für den Indexer. Wenn wir das hier jetzt eben laufen lassen, sehen wir, dass diese Methode jetzt fehlschlägt, und das schauen wir uns auch nochmal kurz an. Wir sehen dann eben hier in diesem Fenster, es kann sein, dass es auch rechts von Ihrer Testliste ist, bei mir habe ich es eben so eingerichtet, dass es unterhalb ist. Es kann auch sein, dass der Test Explorer standardmäßig auch hier auf der linken Seite in Visual Studio ist, aber Sie können ja dann ganz einfach das Fenster verschieben, so wie Sie es möchten. Wichtig ist, wenn wir uns hier das jetzt nochmal anschauen, wir kriegen jetzt hier eben eine Fehlernachricht, warum hat denn dieser Test eigentlich fehlgeschlagen? Und wir sehen hier eben, dass diese TestTarget must return item if index is correct, dass hier eben eine Exception geschmissen wurde, eine System not implemented Exception. Und damit wir das eben nicht mehr haben, können wir jetzt einfach mal diese System Not Implemented Exception hier wegnehmen und wir sagen dann einfach mal Return Array an der Stelle Index. Und dann führen wir unseren Test wieder aus und sehen, okay, der ist jetzt grün. Dann komme ich gleich mit dem nächsten Test. Test Target must return or must throw exception if index is not correct oder is less than 0. Das heißt, ich erstelle mir hier wiederum ein Test-Target. Ist auch eigentlich vollkommen Wurst, welchen Typ ich hier jetzt nehme. Ich lasse diese Liste jetzt mal komplett leer und sage einfach Test-Target an der Stelle minus 1. Oh, das geht noch nicht. Jetzt geht's. Okay. Und was ich hier eben erwarte, deswegen mache ich hier auch gar keine Auswertung mit diesem Item, ist, dass ich eben sage, dass ich hier eine Exception erwarte. Deswegen muss ich hier Expected Exception dieses Attribut noch über diesen Test schreiben. Und diesen Attribut muss ich eben noch mitgeben, was denn hier eigentlich eingesetzt werden soll. Und zwar soll hier eine Out-of-Range-Exception geschmissen werden. So, und dann führen wir diesen Test wieder aus und sehen, er schlägt Fail. Das ist eben die Rotphase bei TDD. Und wir müssen jetzt hier eben noch sagen, also im Prinzip wurde hier, ach so, eine Index-Out-of-Range-Exception geschmissen. Das ist natürlich eigentlich auch das, was wir erwarten können. Es wäre interessant, wenn es der Array von sich macht, dann okay. Gut, wir haben jetzt eben gesehen, wenn wir hier eine Index-Out-of-Range-Exception angeben, dann sorgt der Array selber dafür, dass diese geschmissen wird. Das heißt, wir müssen uns selber nicht drum kümmern. Das ist ja auch relativ angenehm. Und wir können dann natürlich auch noch eine andere Testmethode machen, die dann eben heißt testTarget must throw exception if index is
greater or equal to count. Auch hier machen wir uns wieder ein Test-Target mit beispielsweise eben zwei Elementen. Und wir greifen jetzt eben hier wiederum über diesen Get-Indexer hin und sagen eben, wir möchten jetzt an der Stelle 5 beispielsweise darauf zugreifen und das ist nicht drin. Und auch hier erwarten wir eben wiederum diese Exception von hier oben. Und führen jetzt unsere Tests aus und sehen auch, das funktioniert wiederum nicht. Ja, das kann natürlich sein, weil unser Array standardmäßig eben 128 Elemente umfasst. Und für ihn ist das der Index 5 erstmal kein Problem. Da steht halt jetzt null an seiner Stelle in diesem Fall, wie wir ihn hier haben. Genau das müssen wir jetzt eben noch verhindern. Das heißt, wir müssen hier tatsächlich ein bisschen Logik reinbringen. Wir überprüfen hier eben, ist Index größer gleich Count. Wenn das der Fall ist, werfen wir eben eine Index out of range Exception. Und dann sollte unser Test jetzt auch wieder zuschlagen. Genau. Und wenn Index eben kleiner als 0 ist, sorgt der Array selber dafür, dass wir eine Index out of range Exception bekommen. Gut, gut, dass wir verglichen haben. Und jetzt kommen wir natürlich zur Setter-Schreibweise dieses Indexers. Das heißt, wir müssen hier natürlich auch Elemente zum Index hinzufügen. Auch hier machen wir uns natürlich wieder eine Testmethode, wo wir eben sagen, TestTarget must override existing Item on nennen wir es einfach so. Das heißt, wir erstellen uns wieder unser übliches Test-Target List of Int und sagen eben, dass das hier eine 42, 24, 38 ist beispielsweise. Und unser Act ist eben, dass wir sagen, TestTarget an der Stelle 1 soll jetzt eben 7 sein beispielsweise. Und dann erwarten wir eben, dass TestTarget.sequence equal mit einem neuen Array ist, in dem, nein, das möchte ich nicht. Ich mache hier nochmal ein bisschen mehr Platz, damit wir etwas mehr sehen. Mit einem neuen Array, der eben 42, 7 und 38 umfasst. So. Dann führen wir diesen Test wieder aus und sehen, er schlägt fehl. Wir haben eben hier noch eine Not Implemented Exception. Und wir versuchen das hier jetzt eben zu fixen und sagen hier eben, Array an der Stelle i oder Index ist gleich Value. Führen das wieder aus und sehen, unser Test funktioniert. Wir machen eine neue Testmethode, in der wir jetzt eben sagen, dass wir mal auf den falschen Indexer zugreifen wollen. Sagen wir hier TestTarget must throw exception when index is less than 0 on set. Also ich hier oben müsste ich eigentlich noch, um genau so zu sein, hier dann auch on get
hier erstelle ich mir eben wieder ein Test-Target mit einer Liste von Ints. Und hier sage ich dann eben Test-Target an der Stelle 5 soll eben die 8 stehen beispielsweise. Und das soll schon nicht mehr funktionieren. Das heißt, auch hier setze ich eben die Expected Exception ein mit eben einer Type of Index Out of Range Exception. Und auch das wird eben, achso, wenn ich hier less than 0 sage, möchte ich das natürlich auch mal machen. Ich habe eben minus 1 und das schlägt wiederum durch die Implementierung von Array selbst eben ist unsere Methode schon erfüllt. Und wenn ich hier eben sage, eine Expected Exception von Typen Index Out of Range Exception, hier brauche ich natürlich dasselbe. Is greater or equal to count on set. Auch hier erstelle ich mir wieder ein Test-Target mit Strings wieder, nicht String-Token, mit hello guys, what's up. Und ich sage eben hier Test-Target an der Stelle 7 ist gleich foo. Und auch hier soll dann schon die Exception fliegen. Und wir kriegen hier auch wieder den Fehler, weil eben die Stelle 7 für diesen Array, der mit standardmäßig 128 Elementen eben initialisiert ist, gar kein Problem darstellt. Wir müssen also hier wieder, genauso wie im Setter, eben händisch abfragen, ist dieser Index, den wir bekommen, größer gleich count? Wenn das der Fall ist, dann throw new index out of range exception. Und wir lassen unsere Tests wieder laufen und sehen, okay, der Test, der gerade noch nicht funktioniert hat, der ist jetzt wieder am Laufen. Damit haben wir diese Indexer. Und dann kommen wir zu den wichtigen Sachen, die jetzt noch interessant sind, eben Remove Insert und Remove Add. Weil wir hier nämlich die Elemente im Array selbst verschieben müssen. Wie sieht das aus? Das möchte ich einfach nochmal kurz skizzieren. Wenn wir eben hier unseren Array haben, und wir haben da beispielsweise eben schon drei Elemente drinstehen. Das ist jetzt nicht das Schönste, was man machen kann, aber ich zeichne es hier einfach jetzt mal ein. Also angenommen, wir haben hier eben Element 1 und hier Element 2. Also das steht da tatsächlich auch drin und hier Element 3. Und wenn wir jetzt eben die 2 wegnehmen, also das hier sozusagen rausnehmen, dann soll sozusagen vom Array her gesehen an Stelle 0 die 1 stehen und an Stelle 1 dann sofort die 3. Das heißt, wir müssen sozusagen die 3 um 1 nach oben rutschen, dort wo eben die 2 vorher war, wenn wir diesen Remove von der 2 machen. Ja? Das heißt, wir müssen, wenn wir auch mehr Elemente haben, dann müssen wir das auch genauso in dieser Reihenfolge machen. Ich zeichne hier mal hypothetisch die 4 ein. Wir müssen dann eben, nachdem wir die 3 an die 2 geschoben haben, die 4 an die 3 schieben, damit diese auch wieder zusammenhängen. Und beim letzten Element, das müssen wir dann eben hier wieder auf Default of T setzen, damit das eben nicht mehr belegt ist. Und als letztes müssen wir eben auch noch Count um 1 erniedrigen, damit wir dann wieder beim richtigen sind. Okay, dann schauen wir uns das mal an, wie wir dieses Remove machen. Also wir können jetzt mit Remove Add anfangen oder mit Remove. Fangen wir mit Remove Add an.
Das heißt, wir schreiben hier wieder erst unseren Test. Test Target must remove item when index is correct. So können wir das beispielsweise nennen. Ich mache hier wieder etwas mehr Platz, damit wir etwas mehr sehen auf dieser rechten Seite. Wir erstellen wieder unser Test Target. Eben unsere Liste von Integerwerten beispielsweise mit 3, 4, 5, 6, 7. Führen dann eben ein testTargets.removeAdd aus und wir wollen eben beispielsweise an der Stelle 3 das Element rausnehmen und sagen dann eben assert is true testTargetsSequence equal zu eben einem neuen IntArray. Was steht denn mir? Ich schnappe hier mal vor. Da steht dann eben noch drin, also wenn wir 0, 1, 2, 3 rausnehmen, dann ist die 6 sozusagen weg. Das heißt, hier sollte bloß noch die 3, die 4, die 5 und die 7 drin sein. Dann führen wir diesen Test wieder aus mit allen anderen und sehen, er schlägt natürlich fehl. Das heißt, wir müssen jetzt hier in diese RemoveAdd-Methode gehen und eben sagen, dass wir erstmal dieses Element an dieser Stelle entfernen. Oder im Prinzip können wir auch sofort damit anfangen, wie ich es gerade schon eingezeichnet habe, dass wir einfach alle Elemente, die danach kommen, um eins nach vorne verschieben. Das heißt, wir fangen an. Achso, wir sind jetzt hier in der Remove-Methode, das ist natürlich falsch. Ich wollte so RemoveAdd. Hier unten sind wir. Wir müssen hier jetzt eben sagen, dass wir an der Stelle Index anfangen. Also wir sagen hier ist eben Index und wir laufen bis Count. Dann können wir natürlich noch var einsetzen. Ich mache hier auch wieder etwas mehr Platz, damit wir mehr sehen. So, und jetzt muss ich eben das nächste Element um 1 nach vorholen. Das heißt, ich sage hier eben Array an der Stelle i ist gleich Array an der Stelle i plus 1. Und dann überprüfe ich eben, ob der Index, Count minus 1 ist. Wenn das nämlich der Fall ist, dann bin ich sozusagen beim letzten. Obwohl, nee, das passt ja. Nawohl, Vorsicht. Es könnte sein, dass dieser Array ja voll ist. Also, dass er wirklich 128 Items drin hat. Und dann würde ich hier auf das 129. zugreifen und kriege hier die Exception. Boom. Das ist echt gefährlich. Das heißt, ich überprüfe das am besten vorher. Wenn eben dieses i gleich count minus 1 ist, dann mache ich eben hier den continue und sage bloß, dass eben Array an der Stelle i gleich default of t ist. Ja, das ist eben das letzte Element, was ich verschieben würde. Und dann kann ich eigentlich auch gleich den Break machen, weil das ist ja sozusagen der letzte Schleifendurchlauf. Und springe damit eben aus dieser Methode raus. Und das Element selbst entfernen muss ich eigentlich selbst gar nicht. Na doch, das muss ich hier noch machen. Count minus minus. Jetzt hätte ich was vergessen. Genau. Aber so verhindere ich sozusagen, dass ich in den Fall reinlaufe, dass unser interner Array komplett voll ist. Und ich greife dann eben auf das letzte Element zu.
Also das eine Stelle nach dem Element. Letzten Element. Okay, dann schauen wir wieder weiter, ob jetzt unser Test funktioniert. Der macht hier grün, das ist sehr gut. Und dann können wir natürlich wieder sagen, dass wir hier Exceptions werfen müssen. Also wir müssen natürlich auch den Fehlerfall testen, wenn wir ordentliche Unit-Test-Abdeckung haben wollen. Das heißt, Test Target must throw exception when index is less than 0. Throw exception on remove at. Also auch hier machen wir wieder einen Test-Target mit new list of int. Test-Target.remove at minus 2 beispielsweise. Und hier muss schon die Exception auftauchen. Das heißt, ich erwarte hier eine Expected Exception von Typen Index out of range. Und wir gucken mal, was hier jetzt passiert. Das funktioniert bereits. Es wird wahrscheinlich deshalb losgehen, weil wir eben hier i mit minus 2 initialisieren. Und dann eben hier versuchen, auf diesen Array mit i zuzugreifen. Und dann können wir uns das Gleiche natürlich auch nochmal holen für when index is greater or equal to count. Das heißt, auch hier machen wir uns eine Liste mit ein paar Elementen drin. Und wir machen hier eben jetzt einen remove at auf 4 beispielsweise. Und sagen hier eben assert r equal. Ah ne, Entschuldigung, bitte. Ich muss ja einfach bloß gucken, dass diese Index out of range Exception kommt. Wird jetzt standardmäßig nicht kommen, wie wir hier sehen. Und deswegen müssen wir hier eben auch mal eine Überprüfung machen. If Index größer gleich count throw new Index out of range Exception. Damit haben wir remove at fertig. Das nächste, was wir machen, ist eben, dass wir remove implementieren. Dann kommt eben noch dieses insert und copy to. Und dann sind wir eigentlich schon fast fertig. Also, was machen wir jetzt hier? Wir holen uns eben, wir können eigentlich remove so schreiben, dass wir index of und remove at einsetzen. Wir können uns also eben hier item. Entschuldigung, index of item holen. Und wenn dieser Index of Item eben gleich minus 1 ist, dann geben wir hier false zurück. Dann haben wir eben nichts entfernt. Also dieser Rückgabetyp bool sagt eben, haben wir das Item, was wir hier übergeben haben, aus der Collection entfernen können oder nicht. Wenn wir es natürlich nicht finden, geben wir hier false zurück. Ansonsten machen wir eben remove at Index of Item. Und sagen dann return index of item. Achso, nee, Entschuldigung, return true. Blödsinn. Auch dafür schreiben wir natürlich wieder einen Test. Eigentlich sogar mehrere wahrscheinlich.
Okay, das heißt, wir fangen jetzt erstmal an. Test targets must remove item when it is part of collection. Hier bauen wir wieder eben ein Test Target mit new list of string. Hello world. Machen wir hier eben ein Test Target remove. Wir möchten eben world entfernen und sagen dann eben, dass wir annehmen, dass es wahr ist, dass Test Target sequence equal eben zu bloß noch hello ist. Und hier machen wir eben einen neuen String Array. So. Einmal. Zweimal. Entschuldigung, ich habe hier wieder vergessen, dass ich hier etwas rüberziehe, aber ich hoffe, man kann es jetzt sehen. Also diese beiden Sachen müssen eben hier enthalten sein. Wir können jetzt hier wieder unseren Test ausführen. Sehen, dass es funktioniert. Dann machen wir natürlich auch eine Test-Method. Test-Target must return true when item can be removed. Also wir bauen hier eigentlich im Prinzip mehr oder weniger das gleiche. Und schreiben hier eben var result ist gleich. Und sagen hier assert is true result. Und überprüfen auch das, ob das funktioniert. Das ist richtig. Das passt. Dann überprüfen wir natürlich ja auch noch test target must return false when item is not part of collection. So. Also wiederum ein test target. Auch hier können wir letztendlich mehr oder weniger diesen Code duplizieren. Wir übergeben hier aber mal foo und nehmen hier jetzt eben an, dass dieses Result false ist. So. Auch diesen Test lassen wir mitlaufen und sehen, auch der ist grün. Also, wir können jetzt sozusagen annehmen, dass unsere Remove-Methode auch hier richtig funktioniert. Dann haben wir noch die Copy-To-Methode und die Insert-Methode, die wir uns anschauen möchten. Und wir machen jetzt erstmal Insert, weil Copy-To ist eigentlich nur noch ein Relikt aus älteren Zeiten, was eigentlich nicht mehr benutzt wird. Wir schauen uns das aber dann trotzdem nochmal an. Ah, okay. Mit dieser Insert-Methode müssen wir eben ähnlich vorgehen wie... also umgekehrt analog vorgehen, besser gesagt wie beim Remove. Das heißt, wenn wir wiederum hier ein paar Items drin haben, so, das soll natürlich 1 heißen und das ist die 2 und das ist die 3 und wenn wir jetzt hier eben ein neues Item einfügen wollen, das ist meinetwegen die 82, dann sehen wir eben hier, dass wir letztendlich genau umgekehrt die Elemente jeweils eins nach hinten schieben müssen. Das heißt, 3 muss sozusagen hier hin, 2 muss sozusagen hier hin. Wenn wir es in der anderen Reihenfolge machen würden, also wir fangen erst an mit 2 auf die 3 zu schieben, dann wäre die 3 weg. Ne? Und hier müssen wir dann eben tatsächlich die 82 einfügen. Also wir müssen erst verschieben, dann die 82 einfügen. Und dann sind wir glücklich. Also ich fange jetzt eben an, dass ich erstmal sage, wir laufen bis zum... Wir müssen ja rückwärts laufen, das heißt, wir müssen uns hier wieder überlegen, wie das genau funktioniert.
Wir fangen mit i eben erstmal an bei count minus 1, also beim letzten Element, das eben in unserer Collection drin ist. Und wir ziehen dann natürlich jeweils 1 ab. So, und bevor wir das machen, müssen wir natürlich auch aufpassen, ob wir schon am Limit sind. Das heißt, ich überprüfe, ob count größer gleich eben array length ist. Wenn das eben der Fall ist, dann muss ich wiederum exchange array aufrufen, genauso wie bei add, wie ich es da oben gemacht habe. Das ist contains, hier habe ich eben add. Auch hier könnte ich nochmal sicherheitshalber diese Überprüfung machen. So, zurück zur zur Insert-Methode. So, wenn ich dann eben sicher bin, dass mein Array groß genug ist, dann komme ich jetzt hier eben in diesen For-Abschnitt. Das heißt, ich fange beim letzten Element an und mache weiter, solange i größer als der Index ist. Und dann sage ich eben, wie mache ich das denn am geschicktesten? Ich könnte count auch vorher schon erhöhen. Count plus plus. Naja, wohl nicht. Wir können einfach sagen, wir fangen bei count an und sagen eben array an der Stelle i ist gleich array an der Stelle i minus 1. Wenn wir das gemacht haben, sagen wir eben array an der Stelle index ist gleich item. Und danach sagen wir noch count plus plus. Okay. Hier haben wir jetzt natürlich noch keine Abbruchbedingungen geschrieben, aber das können wir jetzt gleich mit unseren Tests machen, dass wir das auch noch überprüfen, was hier eigentlich genau passieren soll. Test target must return false when item is. Entschuldigung. Test target must insert item at correct position when index is correct. Das heißt, wir machen hier einen Test-Target mit einer neuen Liste von Int-Werten wiederum. Machen hier ein paar Beispiele und sagen jetzt eben, dass wir hier Test-Target.insert. Wir möchten beispielsweise an die Stelle 1, also dort, wo aktuell eben die 22 steht, möchten wir eben die 27 einfügen, bitte. Und dann nehmen wir eben an, am Ende ist true, dass testTarget.sequenceEqual zu einem neuen Array, in dem jetzt eben 42 27, 22, 82 und die 9 drin steht. So. Entschuldigung, auch hier habe ich wieder vergessen, dass ich etwas mehr Platz mache, damit man diesen Test besser lesen kann. Wir versuchen das jetzt auszuführen und sehen, der funktioniert, das passt. Dann sagen wir hier eben Test Target must throw exception on insert when index is less than 0. Das ist natürlich klar. Wir sagen hier eben mal test target ist gleich new list of int. Und wir lassen das Ding tatsächlich mal leer und sagen eben test target Punkt insert. Wir möchten hier jetzt eben, was weiß ich, minus 3 angeben und möchten die 42 dort einfügen an dieser Stelle. Dann erwarten wir hier eben eine Exception. Expected Exception vom Typ
Index out of range. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Auch das funktioniert standardmäßig. Wahrscheinlich, weil wir irgendwann in dieser Vorschleife hier eben da reinkommen. Es ist aber ehrlich gesagt nicht sehr sauber. Wir überprüfen nämlich, also wir würden erstmal den internen Array erhöhen und dann eben schon mal das Verschieben anfangen und irgendwann kommt dann die Exception, weil eben Index hier bis minus 3 läuft und irgendwann kommen wir halt in die minus 1 in diesem Fall. Also hier würde ich tatsächlich wirklich sofort versuchen, den Fehler aufzurufen. Also sage ich hier eben if Index kleiner als 0 oder, Entschuldigung, falsches, Index größer gleich Count, dann schmeißen wir eben eine through new Index out of range exception. Und dann gucken wir nochmal, ob unsere Tests immer noch funktionieren. Auch das ist der Fall. Und auch hier sagen wir eben testTarget must throw exception on insert when index is greater than count. Also ich mache hier ein testTarget. Das kann ich tatsächlich mal leer lassen. Auch wiederum beispielsweise eine list of int. Und wir sagen hier eben testTarget Punkt insert an der Stelle 1 die 42. Auch hier erwarten wir schon eine Exception. Expected Exception. Expected Exception. Jetzt haben wir einen Type Index out of range Exception. Ich glaube, ich habe hier nämlich noch einen Fehler. Ich werde hier, glaube ich, bloß größer als kaum schreiben. Warum, sehen wir gleich. Auch hier lassen wir mal laufen. So, was ich eigentlich haben will, wenn ich hier jetzt beispielsweise sagen würde, insert 0 und 42, dann ist es ja das gleiche, wie wenn ich add aufrufen würde mit 42. Und das soll ja sehr wohl erlaubt sein. Das heißt, ich mache mir auch hier wieder für eine Testmethode. Test target must throw, must insert item when index is equal to count. Also auch hier mache ich mir wieder eine Liste von Integra beispielsweise und gebe hier standardmäßig, was weiß ich, die 42 und die 34 rein und sage jetzt eben test target Punkt insert an der Stelle 2 soll jetzt eben beispielsweise die 82 reinkommen und dann nehme ich wieder an, dass es wahr ist, dass testTarget. Sequence equal mit eben einem neuen Array, wo 42, 34 und 82 drinsteht. Also auch hier ein bisschen mehr Platz, damit wir noch sehen, was dieser Test hier komplett aussieht. Und ich habe jetzt eben über den Insert-Befehl die 82 ganz nach hinten geschoben. Das ist valide, was ich hier mache. Und wir gucken mal, ob das funktioniert. Und ich glaube nämlich nicht. Genau, dieser Test schlägt fehl, weil ich hier eben eine, wir sehen es hier, Index out of range exception bekomme hier an dieser Stelle. Gut, das heißt, was wir machen müssen ist, ich nehme mal das hier weg und lasse den Test nochmal laufen und hoffe, dass es schon jetzt funktioniert. Auch das ist der Fall. Okay, damit habe ich die Insert-Methode. Und wir schauen uns jetzt nochmal das letzte, dieses Copy-To an. Und dazu muss ich ehrlich gesagt selber erstmal auf dieses Interface gucken. Das ist in iCollection Copy To. Und wir kriegen hier eben, was muss ich denn hier machen? Kopiert die Elemente meiner Collection in einen Array.
beginnend mit einem bestimmten Array-Index, the one-dimensional system, also okay, the zero-based index in Array at which copying begins, okay. Array index is less than zero. The number of elements in the is greater than the available space from array index to the end of destination array. Okay, also dieses Array index bezieht sich eben auf diesen Array, wo ich hinkopieren soll. Ich soll quasi anfangen an Stelle x. Wenn er das dann macht, dann machen wir nochmal schnell dieses copy to und gucken dann, ob das funktioniert. Hier haben wir copy to, das heißt, ich mache hier jetzt gleich wieder mal ein bisschen mehr Platz, damit wir das sehen, was ich hier schreibe. Okay. Also das erste, was ich hier eben mache, ist, dass ich erstmal überprüfe, ob dieses Element hier null ist. Und das nächste, was ich mache, ist eben if count minus ArrayIndex. Ne, Entschuldigung, das ist Blödsinn. If count. Wir haben hier ArrayLength noch. ArrayIndex. Ich muss mir dazu wirklich jetzt mal kurz was malen. Okay, also wenn wir diesen Array hier bekommen und der hat beispielsweise schon zwei Elemente drin und hat insgesamt 5. Und ich soll jetzt eben an Stelle 2 beginnen, dann hätte er sozusagen 5 minus 2 noch 3 Elemente frei. So, und wenn ich jetzt mehr als 3 Elemente habe, dann kann ich die nicht reinkopieren. Okay, gut. Also, Sie sehen, auch ich muss mir bei solchen Sachen manchmal ein Bildchen zeichnen. Dann schaue ich nochmal kurz auf dieses Interface, was ich da... iCollection, hier haben wir. Argument out of range. Nein, argument, the number of elements in the source is greater than... Okay. Das heißt, wieder hier hin, ich schreibe hier ein throw new argument exception. Und hier überprüfe ich natürlich hier array index throw new argument out of range exception. Eigentlich müsste ich hier auch immer eine Message mit angeben. Das lasse ich jetzt in diesem Fall einfach mal weg. Vor allen Dingen hier bei der Argument Exception. Die anderen sind mehr oder weniger selbsterklärend. Wenn der Array null ist, kriegt er eine Argument null Exception. Wenn der Array Index kleiner als 0 ist, kriegt er eine Argument out of range Exception. Hier könnte man aber trotzdem noch angeben, welchen Wert hat den Array Index gehabt und dass er kleiner als 0 war. Und vor allen Dingen hier bei dieser Argument Exception, wenn die jemand kriegt, ohne dass er sozusagen die Dokumentation von iList gelesen hat, dann weiß der überhaupt nicht, wo es lang geht. Der Punkt ist eben hier, dass der Array, den er mir gegeben hat, nicht mehr genügend Stellen hat für die Elemente, die in meiner Collection drin sind. Okay. Das heißt, ich mache hier tatsächlich ein myArrayIndex in diesem Fall, ist eben 0, und dann nutze ich eine For-Schleife, die ich eben bis Array.length laufen lasse. Oh, hier habe ich sowieso einen Fehler. Ich sollte hier diesen Array nehmen, den mir übergeben wird. Ich werde das auch mal umbenennen, dass das hier eben TargetArray heißt, damit ich mich hier ja nicht vertue. Und ich laufe hier eben bis targetArray.index. Wir fangen aber eben hier bei ArrayIndex an. Und wir sagen dann eben targetArray an der Stelle i ist gleich array
an der Stelle myArrayIndex und am Ende sage ich natürlich noch myArrayIndex++. Gut. Auch hierfür schreiben wir uns natürlich wieder einen Test. Test target must copy elements to target array correctly. Also ich mache mir einen Test target, eine neue Liste von ints. Wo wir eben hier die 42, die 34 so und die 10 drin haben beispielsweise. Und ich baue mir hier eben ein Array. Und das ist eben das nächste Objekt, was ich hier in diesem Objekt hier nutzen möchte. Target Array, nennen wir das mal. Das ist eben ein neuer Int Array. New. Obwohl, das kann man eigentlich weglassen. Ich möchte hier bloß 5 Elemente haben. Die muss ich aber wahrscheinlich auch Int angeben. So. Und ich sage hier wirklich gleich mal Test Target an der Stelle 0. Ist eben, wir machen halt hier 4 Elemente. Damit wir nicht ganz so viel schreiben sollen, hier möchten wir eben beispielsweise schon die 99 drinstehen haben. Und dann sage ich eben als Act Test Target Copy to diese Test Target Array. Oh. Ich mache hier sowieso üble Fehler. Da muss ich aufpassen. Und dann sage ich eben ab Array Index 1 bitte. Und dann nehme ich eben an, dass mein mein Target Array so Sequence equal mit ist mit eben einem neuen Array, der letztendlich enthält 99, 42, 34 und die 10. So. Jetzt sehen wir hier noch diese Methode etwas besser. Run all. Und hier auch müsste ich eben mal die Fehlerfälle überprüfen, dass ich eben sage: Test target must throw exception when oder on copy to. When target array is null. Das heißt, ich kann mir hier einfach wieder eine Liste erstellen und sage dann einfach copy to null. Und dann gucken wir mal, das auch funktioniert. Also hier muss ich natürlich noch expected exception angeben mit type of argument null exception. So, schon besser. Und test target must throw exception on copy to when array index is less than 0. Also auch hier wieder ein Test Target. Das gleiche new list of int. Und auch hier können wir dann eben wieder Test Target.copy to aufrufen. Hier geben wir vielleicht einen neuen Array mit 5 Einheiten rein, sagen aber, er soll bei minus 2 beginnen. Das wäre ein falscher Aufruf für unsere Methode. Ach, hier habe ich wieder die Expected Exception vergessen. Hier möchten wir natürlich eine Argument Out of Range Exception haben. Ach, das funktioniert.
Und als letztes eben überprüfen wir Test Target Must Throw Exception on Copy to when when the number or when was heißt denn die restliche when array length oder number of left array elements is not enough. Also nicht left im Sinne von links, sondern von übrig, die übrigen Array-Elemente, die hier eben noch da sind. Dann mache ich mir eben wieder ein Test-Target, eine neue List of String, mal wieder zur Abwechslung. Ich eben Hello Guys, What's Up reinschreibe. Und wir erstellen uns ebenfalls ein Target Array, der eben zu klein ist für unsere Sache. Das heißt, ich erstelle mir hier nur einen String Array mit 3 Stellen beispielsweise und ich sage dann eben testTarget.copyToTargetArray ab Stelle 0. Und auch hier erwarte ich eben eine Exception. In unserem Fall eben eine Argument Exception. Und wir gucken, ob unsere Tests laufen. Und auch der funktioniert. Dann schiebe ich hier mal diese Klasse wieder in die vorherige Tab-Gruppe. Und wir sehen hier eben, wir haben jetzt insgesamt 29 Tests für die Liste geschrieben. Man könnte sich jetzt natürlich fragen, sind die wirklich komplett umfangreich? Ich würde sagen, wir sind ziemlich nah dran. Was man machen kann, ist, dass man auf Analyze hier oben klickt, glaube ich war es. Und, nee, ich glaube es war doch auf Test. Analyze Code Coverage und wir können dann mal für All Tests diese Code Coverage finden. Wir kriegen dann hier Code Coverage Results. Das mache ich mal etwas größer. Und wir sehen hier eben, wie viel Prozent unseres Codes eben gecovert ist. Und wir haben hier eben eine Testabdeckung von 87,76%. Und das ist schon sehr, sehr gut eigentlich. Also ab 70-80%, also eigentlich kann man diesem Test auch nicht wirklich nachgehen, meines Erachtens, diesen Werten. Man muss wirklich hier dann mal aufklappen und hier gucken, wie hoch ist denn die Testabdeckung für List of T, diese Klasse, die wir hier geschrieben haben. Wenn wir dann hier reinschauen, sehen wir eben, dass es bei 83% liegt. Hier, das ist der wichtige Wert. Das ist okay. Über 70 ist in der Regel recht gut, wobei diese Zahl eigentlich auch ziemlich nichtssagend sein kann. Was wir aber anschalten können, ist hier eben diese Show Code Coverage Coloring. Da zoome ich nochmal kurz hin. Wenn Sie diesen Button drücken, dann sehen wir jetzt eben in unserer Klasse Liste direkt, welche Wege sind wir denn abgegangen und welche nicht. Wir haben zum Beispiel in unseren Tests nie Exchange Array aufgerufen, wie wir hier sehen. Das ist rot markiert, weil wir sozusagen nie in der Bredouille waren, dass wir die Größe unseres internen Arrays vergrößern mussten. Ja, das wäre auf jeden Fall ein Test, den man nochmal abdecken sollte. Ob das, was ich hier in diesen Exchange Array geschrieben habe, auch tatsächlich das Richtige ist, was man erwartet. Wir sind auch hier nie in den Fall gekommen, dass wir mal zwei Elemente auf Null überprüfen müssen. Kann man jetzt sagen, okay, sollte man machen. Wir haben auch nie überprüft, ist das Ding read-only und wir haben auch nie über IEnumerator auf, also dieses nicht generische Interface getEnumerator. Aber das ist, also
hier, wenn man sich das anschaut, das ist eigentlich das Wichtigste. Hier könnte man wirklich sagen, okay, wir müssen nochmal Exchange Array testen, damit das funktioniert. Auf jeden Fall. Und das ist auf jeden Fall wichtig, aber dass wir hier IsReadOnly nicht getestet haben, da kann man drüber hinwegsehen, genauso wie hier unten dieses IEnumerator, GetEnumerator, diese Methode hier. Aber das sind eben so die Features, die Ihnen durch Unit-Testing dann zur Verfügung stehen. Sie können dann wirklich sagen, okay, meine Tests sind einfach gehalten, sie sind unabhängig voneinander, die kann man eben sehr leicht lesen und deshalb vertraue ich Ihnen. Und dadurch kann ich auch dieser komplexeren Funktionalität, die ich jetzt in diese List auf T-Klasse hier als eingebaut habe, vertrauen. Also ich bin mir sicher, dass Sie in den Fällen, vor allen Dingen auch in besonderen Fällen, die wir eben auch mit in unseren Tests beachtet haben, richtig reagiert und keine Exceptions auslöst oder noch schlimmer eben in den falschen Zustand geht, obwohl sie eine Exception hätte auslösen müssen. Ne? Das ist eben der Vorteil von Unit-Testing und letztendlich kommt es ja auch dann damit hin, dass man eben die Applikation, an der man gerade schreibt, nicht ständig debuggen muss, um eben zu sehen, hat der Code, den ich gerade geschrieben habe, auch wirklich so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe oder eben nicht. Und wenn Sie, ich würde Ihnen wirklich sehr, sehr empfehlen, dass Sie sich mit Unit-Testing auseinandersetzen. Ich hoffe, Sie haben jetzt in diesem Video einen kleinen Einblick nehmen können, wie das Ganze aufgebaut ist. Unser Testcode ist bei Weitem noch nicht perfekt. Wir haben hier sehr, sehr viel Code, der eigentlich ein Duplikat ist. Also wir haben hier öfters New List of Int und so weiter und so fort. Das kann man mit verschiedenen Design-Patterns noch ausmerzen, dass wir hier so viel Code-Wiederholungen haben. Andererseits war es jetzt erstmal bloß ein Einstieg für Unit-Testing. Sie haben es sowohl gesehen, wie es ist, wenn wir eben erst Code schreiben und den dann testen oder andersrum, wenn wir versuchen TDD zu machen, dass wir erst den Test schreiben, der schlägt fehl. Wir implementieren genauso viel, dass er eben ins Positive schlägt und dann können wir auch wenn wir jetzt hier eine umfangreiche Testsammlung haben, können wir auch diese Klasse List of T eben umgestalten, sodass wir beispielsweise Code-Duplizierungen in eigene Methoden auslagern. Und dann können wir immer wieder unsere Tests laufen lassen und sehen dann eben, habe ich durch meine Änderung an der Klasse irgendeinen Fehler eingeführt oder nicht. Und damit können wir uns all dieser Probleme, also im Konkreten eben der Frage, habe ich durch meine Änderung einen Fehler eingeführt oder nicht, das können wir dann einfach komplett aus unserem kognitiven Hirnvorrat weglassen, diese Frage. Die belästigt uns gar nicht mehr, weil wir diese Tests hier an der rechten Seite einfach immer wieder sehr schnell ausführen können. Und damit haben wir die Sicherheit, dass unsere Änderung kein Problem herbeigeführt haben. Oder wir sehen sofort eben, okay, ich habe hier beispielsweise bei Count was. Count ist jetzt nicht mehr die richtige Zahl, die sie sein sollte. Dann muss ich eben mal an diese Stelle direkt gucken, wo könnte denn da der Fehler sein, den ich durch mein Umgestalten eingeführt habe. Also meine Empfehlung, Unit-Testing wirklich schwer anschauen und dann auch in Produktionscode zumindest einsetzen. Sie haben auch gesehen, wenn man Unit-Tests nebenbei schreibt, ist es eben meistens so, dass man deutlich länger braucht, um die gleiche Funktionalität zu implementieren. Also man kann wirklich sagen, Sie brauchen 50% mehr Zeit, um dasselbe zu erreichen mit Unit-Testing. Der Vorteil ist wieder, Sie holen die ganze Zeit durch Debugging wieder rein, weil wenn nämlich mal Ihr Programm fehlerhaft ist, und das wird sicher sein, wenn es über eine gewisse Größe hinausgeht, dann haben Sie A, weniger Fehler drin, also wenn Sie eine gute Unit-Test-Abdeckung haben, sage ich sogar, die Fehlerrate geht gegen Null. Sie wird nicht Null, aber sie wird sehr, sehr viel kleiner, als wenn Sie eben keine Tests schreiben würden, diese Unit-Tests. Und Sie müssen nie wieder debuggen, um wirklich herauszufinden, verdammt, an welcher Stelle ist denn eigentlich der Bug? Sie müssen nie wieder hier in diese Bredouille kommen. Wenn Sie eine gute Testabdeckung haben, sehen Sie sofort,
okay, dieser Test ist fehlgeschlagen, da wird eben dieser und dieser Code ausgeführt, das heißt, der Fehler muss irgendwo in dieser Methode sein. Also wenn Sie eine gute Unit-Test-Abdeckung haben, die Unit-Tests jeweils unabhängig voneinander sind und eben nur genau eine Sache testen, so wie wir das hier jetzt aufgebaut haben, dann haben Sie eine sehr gute, also einen Mechanismus, mit dem Sie sehr schnell die fehlerhafte Stelle in Ihrem Code lokalisieren können. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Das war eben Übung 3, oder nee, Entschuldigung, Übung 5 natürlich, die Aufgabe 2, dass wir diese List of T-Klasse implementieren. In den nächsten Videos geht es dann wieder mit dem regulären Stoff weiter. Nochmals vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis bald.